Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst bleibt mir beinahe gar nicht mehr viel. Ich schließe mich gern und umfassend dem Kollegen Schulte an. Wir gleichwohl gerne für die Landesregierung. Wie bitte? Es gilt in Teilen auch für die Kritik an der Bundesebene, aber ich würde die gern konkretisieren, wenn das hilft. Und dann diskutieren wir lieber über die Details als über ein Wort wie Kritik pauschal. Meine Damen und Herren, wir haben uns schon vor 2011 innerhalb der rot-schwarzen Landesregierung bewusst entschieden, die Energiewende vor allen Dingen im Bereich des Windes, aber das gehört für mich dazu, auch im Bereich Solar und vor allen Dingen im Bereich von Biogasanlagen. Da haben wir in diesem Land in Vorpommern zum Beispiel durchaus namhafte mittelständische Unternehmen, die in diesem Bereich Wirtschaftung betreiben. Wir haben uns schon vor 2011 entschieden, die große Chance, die in der Energiewende steckt, wirtschaftspolitisch zu nutzen. Das ist wahrscheinlich die größte Chance zur Reindustrialisierung Mecklenburg-Vorpommerns, die wir seit 1990 hatten. In einem Bereich, nämlich wo völlig neue Unternehmens- und Industriefelder entstehen und man dort genau mit eigener Möglichkeit hineingehen kann. Nach einer Studie, jetzt muss ich Jochen Schulte angucken, ich glaube Anfang 2016 veröffentlicht, der SPD-Landtagsfraktion, die Hochschule Rostock mit einem ihrer An-Institute für die SPD-Landtagsfraktion durchgeführt hat, durften wir schon damals davon ausgehen, dass die Energiewende zwischen 14.000 und 15.000 Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern geschaffen hat. Ganz klassische gewerbliche und industrielle Arbeitsplätze in überwiegender Zahl, die ganzjährig existieren mit einem vernünftigen Lohnniveau, die für uns deshalb wichtig sind, um in diesem Bundesland Arbeitsplätze im Land zum Leben zu schaffen, die Menschen eben auch animieren, hier zu bleiben, junge Menschen animieren, Familien zu gründen und sich ganz bewusst langfristig hier im Land engagieren zu können. Wir haben damit aber, auch das ist bei Herrn Schulte schon angeklungen, ganz bewusst auch immer in der Exportwirtschaft bemüht. Gestern angesprochen mit der Frage, wie viel Export nahe Unternehmen, mittelständische Unternehmen im Industrie- und Gewerbebereich haben wir gerade in diesem Bereich Chancen, die die Unternehmen, vor allem die Produktionsunternehmen in der Windkraftbranche nutzen. Aber nochmal, gerade auch die Biogasanlagen aus Torgelow von der Firma Mehle sind international im Exportbereich eigentlich unwesentlicher Bestandteil der Exportbilanz dieses Bundeslandes. Ich selbst habe 3 Unternehmensdelegationen begleiten dürfen in den vergangenen Jahren, noch mehr, aber 3, die mich an der Stelle geprägt haben, nämlich in Länder, bei denen man nicht als allererstes mit einer gewissen, vielleicht deutschen Vorurteilswelt auf die erneuerbaren Energien stieße. Das war der Iran vor 3 Jahren, der ganz bewusst und sehr bewusst an uns herantrug, die Bitte, auch und gerade die erneuerbare Energienbranche, die Unternehmen mitzubringen. Es war Kasachstan vor 2 Jahren, die gleichermaßen über ihren Botschafter vermittelt darauf hinwiesen, dass sie mit uns nicht nur über die Logistikwirtschaft, die mich in dem Moment zunächst umtrieb, sprechen möchten, sondern dass sie ausdrücklich bitten würden, die erneuerbaren Energien mitzubringen, vor allen Dingen die Windbranche. Und auch mit Russland sind wir seit Jahren immer wieder bei dem Thema im Kontakt. Die Länder mögen zum Teil einen etwas anderen Motivationszugang haben, als wir ihn beschreiben. Aber alle haben immer sehr deutlich bekundet, dass sie an der Stelle ebenfalls für sich Entwicklung sehen. Und im Iran, zu meinem großen Bedauern, haben die Entwicklungen dann irgendwann abrupt Abbruch genommen, weil die Vereinigten Staaten an der Stelle einen sehr klaren Cut vorgenommen haben. Es gab Unternehmen, mittelständische Unternehmen aus diesem Lande, die im Iran durchaus sehr positive Gesprächsfäden geknüpft hatten, um dort beim Aufbau von Windkraftfeldern bzw. von Photovoltaikfeldern Umsätze generieren zu können. Sie finden aber mit diesem sehr plötzlichen Bruch entsprechender internationaler Verträge, mit der Kündigung, mit dem Ausstieg beim Iran keinerlei begleitende Unternehmen mehr, vor allen Dingen Banken, die unsere mittelständischen Unternehmen unterstützen könnten, sodass dort Dinge schwerer geworden sind. Man kann natürlich dann die Frage stellen, wenn man es exportieren kann, warum bauen wir es dann hier? Das wäre jetzt zumindest eine nicht fernliegende Frage. Die Antwort ist, glaube ich, relativ schlicht. Erstens, wenn Sie in Deutschland, und jetzt meine ich nicht Mecklenburg-Vorpommern, sondern Deutschland und Mitteleuropa insgesamt, wenn Sie hier beinahe keinerlei Ausbau mehr haben, dann werden die Unternehmen irgendwann die Entscheidung treffen müssen, wenn sie damit Exportwirtschaft betreiben können, aber der größte Teil der Produkte eben nicht in Europa oder in Deutschland verkauft wird, sondern außerhalb, warum man dann nicht auch gleich mit dem Produktionsstandort, das könnte bei uns zum Beispiel die Gefahr für Nordex mittelfristig sein, warum man dann nicht gleich mit dem gesamten Produktionsstandort in die Nähe der dann hauptsächlichen internationalen Märkte rückt. Das zu vermeiden, das zu verhindern, muss angesichts der erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen, die hier im Land damit verbunden sind, eine wesentliche Aufgabe hier im Bundesland sein. Meine Damen und Herren, der Heimatmarkt ist aber momentan ein außerordentlich stockender aus der Sicht der erneuerbaren Energien. Es ist völlig egal, ob Sie mit Mehle beim Thema Biogasanlagen in Torgelow reden oder ob Sie mit den verschiedenen produzierenden Betrieben aus der Windkraftbranche bei uns im Lande sprechen, zumindest für den Anlandbereich, für den Onshore-Windbereich.
Wir haben extrem lange Genehmigungs- und Umsetzungszeiten zwischenzeitlich erreicht. Das macht es für Investitionen relativ schwer. Und wir haben durch die bundespolitischen Diskussionen, weil Herr Kokott mich darauf ansprach, alleine die Diskussion an sich schafft schon Ungewissheiten im Markt, die wir jetzt schnell zum Abschluss bringen müssen. Da mag ich nicht bei allem begeistert sein. Aber wir brauchen ein zeitnahes Ende, weil die Ungewissheit, wie geht es überhaupt weiter, dazu führt, dass momentan keiner mehr was anfasst, sondern alle abwarten, wie wird denn die Situation im EEG in den verschiedenen energiewirtschaftlichen Gesetzen sein. Wir brauchen deshalb vor allen Dingen einen Abschluss, der dann auch umgesetzt wird. Was wir nicht gebrauchen können, sind die nächsten 18 Monate Diskussion. Das führt dann dazu, dass Unternehmen erstmal gar nichts mehr in die Hand nehmen, Investoren sich an der Stelle zurückziehen. Das wäre fatal, wenn wir die von uns jetzt über 15 bis 20 Jahre in Deutschland vor allen Dingen aufgebaute und forschungsseitig vorangetriebene erneuerbare Energien, Produktionsbranche kaputt spielen würden. Ein fataler Fehler, weil wir eine Riesenchance wirtschaftspolitisch sowohl nach innen, aber vor allen Dingen auch im Export an dieser Stelle haben. Und diese Chance muss und kann ergänzt werden um das, was sich neudeutsch Sektorenkopplung nennt. Die Frage also, ob man erneuerbar hergestellten Strom auch in verschiedenen anderen Energiesektoren, also im Verkehr und der Wärme, aber auch in Industriesektoren, das ist zum Beispiel die Stahlindustrie, das ist die chemische Industrie, bei der Wasserstofferzeugung unterstützen kann. Auch darin liegen im Übrigen Riesenchancen im Nachgang in den Exportmöglichkeiten in andere Länder. Und wer die chinesischen Bemühungen in diesem Bereich nur mal exemplarisch herausgehoben ansieht, der weiß, dass andere Länder sehr klar die Perspektiven sehen und auch ergreifen wollen. Wir sind lange nicht mehr alleine in der Bundesrepublik Deutschland, sondern wir laufen da auch um die Wette mit anderen Forschungskompetenzen weltweit. Sektorenkopplung bietet die Riesenchance, den Strom, wenn er hier erzeugt wird, auch hier vor Ort in Wertschöpfung umzusetzen, daraus verschiedene Gase oder andere Dinge als Produkte herzustellen und damit das, was wir hier im Lande an Möglichkeiten zur gewerblichen industriellen Nutzung generieren können, zu erhöhen und damit auch wieder, um an den Schulter anzuknüpfen, Arbeitsplätze nicht abzubauen, sondern auszuweiten. Auszuweiten dann eben auch in diesen sekundären Bereichen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht eine kleine Randbemerkung. Wenn wir Sektorenkopplung ansprechen, dann wird oft davon ausgegangen, man müsste diese Anlagen, zum Beispiel Power to Gas, also Wasserstoffherstellung, für die sogenannten Abrechnungszeiträume errichten. Dafür würden die sich nicht lohnen. Das macht wirtschaftspolitisch keinen Sinn, sondern wenn, müssen sie einen Teil der Windkraftanlagen dann tatsächlich primär für die Gaserzeugung einsetzen. Und ich würde an der Stelle gerne mit einem häufig geäußerten Vorurteil aufräumen. Wenn man reinhorcht, dann klingt es immer so, als ob wir 60%, 70%, 80% der möglichen aus Windkraftanlagen generierten Stromleistungen abregeln würden. Wir sind bei einem Bruchteil dieser oft in Diskussionen angedeuteten Punkte. Wir waren im Übrigen 2015 bei fast 5% Abregelung. Das war ein unerfreulich hoher Wert. Die drei großen Stromnetzinhaber, die WMAG, 50 Hertz und die EDIS, haben nachhaltig gearbeitet. 2018 waren wir von den früher 15,5% auf 1,42% gesunken. Das zeigt, wie nachhaltig die Abregelungsintensitäten runtergefahren werden. Damit alleine werden Sie also einen Elektrolyseur zur Wasserstoffherstellung nicht auslasten können. Sie werden entsprechende Stromerzeugungsleistungen nur für diese Sektorenkopplungsfragen brauchen. Meine Damen und Herren, wir verbinden deshalb in Mecklenburg-Vorpommern bewusst Klimaschutz mit Industriearbeitsplätzen, mit gewerblichen Arbeitsplätzen. Das wollen wir gern ausbauen und nicht zurückbauen. Dafür brauchen wir bundespolitisch Geleitschutz. Ich bin deshalb dankbar, dass die Ministerpräsidentin zusammen mit den vier norddeutschen Länderkolleginnen und Kollegen genau das eingefordert hat, dass wir in den kommenden 6 Monaten klare, verlässliche Planungsprämissen bekommen. Und auf der Grundlage hoffe ich dann, wird auch der Windkraftausbau und die Biomasse, die Biogaserzeugung wieder in Vorhand geraten. Wir werden unsere Arbeitsplätze nicht nur sichern, sondern ausbauen können. Das gilt im Übrigen als kleiner Ausflug auch für Übergangstechnologien. Sie werden Erdgas als Übergangstechnologie für längere Zeiträume brauchen für die gesicherte Leistung. Und deshalb, das sei mir erlaubt, weil es einfach tagesaktuell ist, auch wenn es nicht perfekt zur Aussprache passt, deshalb werden wir auch Nord Stream 1 genau wie Nord Stream 2 brauchen, weil wir die Mengen Gas, Erdgas in Europa benötigen, die wir nicht mehr in der vergangenen Mengen Volumina in den Niederlanden beispielsweise fördern. Wir werden deshalb auch brauchen, dass entsprechende Erdgasmengen in Gesamteuropa vorhanden sind. Nord Stream 2 ist kein rein deutsches Projekt, sondern ganz bewusst ein europäisches mit verschiedenen Nachbarländern gemeinsam. Und wenn Sie die Olga anschauen, die von Lubmin bis an die tschechische Grenze führt und künftig Nord Stream 2 Erdgas übernehmen soll und nach Tschechien zum Beispiel bringt, dann zeigt es sehr deutlich, dass Nachbarländer genau darauf auch rekurrieren. Ich sehe deshalb mit großer Sorge, dass dort aus, glaube ich, eher wirtschaftspolitischen Interessen ein geopolitisches Projekt in Frage gestellt wird. Wir werden sehr Acht geben müssen, dass die
energiepolitische Autarkie innerhalb Europas nicht allzu sehr in Frage gestellt wird. Ich danke für die Aufmerksamkeit mit diesem kleinen Ausflug. Herr Minister, zu Ihrem Redebeitrag ist eine